Der englische Garten ist durch den mittleren Ring geteilt wie die SPD. Teile der Partei wollen den Bau des Tunnels durch den englischen Garten noch nicht aufgeben. Dazu gehört auch die Mehrheit im Bezirksausschuss Schwabing-Freimann. Die örtlichen Politiker schlagen der Stadt nun vor, ein Planungsfeststellungsverfahren für den Bau einzuleiten. Ich glaube, man muss ein bisschen Bewegung wieder in die Diskussion bringen. Vielleicht ergeben sich neue Sachverhalte, vielleicht wären es weniger Bäume. Vielleicht gewichtet man auch die Bäume anders. Also vielleicht sagt man auch, die 900 Bäume sind durchaus hinnehmbar, weil viel mehr andere Bäume entstehen. Oder lauter Dinge, wo ich sage, die für den Tunnel sprechen, dass man die nochmal sich anschaut und höher gewichtet. Gegenwind kommt dabei aus der eigenen Rathausfraktion. Bei einer knappen Abstimmung Anfang März hatte die SPD sich entschieden, die Tunnelplanung zu beerdigen. Wir reden ja nicht über das, was tatsächlich interessant ist, nämlich über den Bau, sondern wir reden im Moment über das Planfeststellungsverfahren. Und das Planfeststellungsverfahren, wenn wir tatsächlich dann nicht wissen, ob der Bau stattfindet, ist natürlich etwas schwierig zu begründen, weil es ja auch nicht ganz kostenfrei ist. Neben den entstehenden Kosten für das Verfahren ist es aber vor allem die große Anzahl an zu fällenden Bäumen, weshalb das Projekt gekippt wurde. Genau deshalb wollen auch die Grünen die Idee der Zusammenführung des englischen Gartens nicht fortführen. Wenn man halt diesen zweiten, jetzt noch detaillierteren Schritt gegangen ist, haben wir ganz eindeutig gesagt, das, was man als Effekt da erreichen will, nämlich oben eine Oberfläche, die zumindest in einem Teilabschnitt dann wieder zusammengeführt ist, das ist es nicht wert, was wir an Eingriff haben, was wir an Bäumen, auch alten Bäumen fällen, was wir an Beton in die Erde setzen. Der Bezirksausschuss dagegen möchte die Debatte um den Tunnel nochmal neu eröffnen. Das Projekt danach einzustellen, sei dann immer noch möglich.